Ja, also nochmal willkommen bei Ventur. Wir stehen jetzt gerade bei den Fiat Ducato Ventur Kastenwagen. Wir bauen auf vier Grundrissen, beziehungsweise den 45, 6 Meter mit Querbetten, 6 Meter mit Längsbetten und den 630. Es ist auf jedem Fahrzeug, auf jedem Grundriss möglich, das Aufstelldach mit optional zu bestellen. Es gibt einige Highlights, die meisten unter euch kennen uns, mit extrem viel Stauraum, den Wassertank, die serienmäßig unter Flur eingebaut ist, Frischwassertank natürlich, beheizt und isoliert. Es gibt eine Menge Stauraum, bis zu 40% mehr Stauraum in unsere Venturo-Fahrzeuge, die sind von Grundausstattung schon sehr hochwertig. Es gibt drei Highlights für Modelljahr 2021 und das ist einmal das Vario-Bad. Das ist ein komplett neues Konzept. Das ganze Bad wurde optimiert, das zeigen wir gleich auch nochmal von innen. Das Aufstelldach wurde nochmal komplett neu durchdacht. Und dann haben wir auch das Hubbett, was jetzt ab 2021 in jedem Grundriss möglich ist, sprich sowohl Querbetten als auch Längsbetten. So, das Vario-Bad lässt sich ganz normal wie ein Festbad öffnen. Und schließt natürlich. Es liegt eine Bodenplatte, damit man das Bad dann auch wie ein Raumbad bedienen kann. Die Bodenplatte kann man unter das Bett verstauen. Und dann kreiert man eigentlich mit einem Handgriff circa ein Quadratmeter Nasszelle. Extrem bequem. Ist natürlich in jedem Grundriss auch ein Fenster im Bad verbaut. Die Dusche lässt sich auch komplett rausziehen, damit man von außen duschen kann, was auch echt wichtig ist. Und weiter haben wir noch einen zusätzlichen Warmluftausströmer ins Bad eingebaut. Und wir glauben wirklich an das Konzept und hoffen, dass ihr genauso begeistert seid. Ja, beim Öffnen vom Raumbad hat man eigentlich einen Handgriff, macht man auf und dann hat man oben die Magneten, wo die Arretierung dann von die Schiebetür dann arretiert wird. Ja, wir befinden uns hier in 6 Meter Fahrzeug, den 600D. Hier liegt der Fokus extrem auch auf die Sitzecke. Wir haben mega viel Platz. Es ist auch extrem bequem, herausschwenkbarer Tisch. In drei verschiedenen Stufen. Und dann haben wir hier in dem Fahrzeug die Einzelsitze eingebaut, die schon für extrem viel Komfort auch sorgen. Ja, hier sind die Vollkörperschränke, verarbeitet mit Edelstahl. Es ist extrem viel Staufläche in dem Fahrzeug und auch durch den, ich sag jetzt mal, intelligenten Design kriegt man das eigentlich gar nicht mit und hat man nicht in das Fahrzeug das Gefühl, dass man halt etwa bedruckt wird. So, ja, ich mit 1,83, ich sitze jetzt auf die Einzelsitzen in den Ventur, die sind auch nochmal in der Breite herausschiebbar. Ich würde das vielleicht mal ganz kurz machen. Die Sitzen lassen sich ganz bequem an die Seite rausschieben. Natürlich echt gut für junge Familie, zwei Kinder während einer langen Fahrt. Hat man auch bequem viel Platz. Die Sitze lassen sich auch nochmal nach vorne und die Rückenlehnen nochmal verschieben für noch mehr Sitzkomfort. Extrem viel Platz hier in der Sitzecke, lässt sich echt bequem sitzen und unter der Tisch ist nochmal zusätzlich auch ein Staufach. Der Tisch ist natürlich auch verschiebbar oder herausnehmbar und unter der Tisch sieht man noch eine Schiene, damit man das Gästebett bzw. das Notbett aufbauen kann, für wenn mal jemanden extra mitkommt in dem Urlaub. Ja, den Küchenbereich, auch hier viel Platz, alles hochwertig. Die Schubladen, die haben Soft Close und nochmal zusätzlich den Drückknopf. Hier ist den Piezozünder eingebaut und nochmal Waschbecken mit Schneidebrett kommt auch schon serienmäßig mit und dann noch zusätzlich auch die Küchenverlängerung, die sich mit einem Handgriff wieder öffnen lässt. Hier sieht man dann auch den ganzen Servicebereich, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Lichtschalter, die in der Küche verbaut sind. Wir sind schon froh, dass wir überhaupt nicht das müssen wirklich so viel. Okay. Und dann die Tür da hinten. Super. Genau.
Weitere Stauraum befindet sich unterhalb des Kühlschranks. Der Kühlschrank, der verbaut wurde, ist auch eine Änderung im Vergleich mit Modelljahr 2020. Wir sind auf Vitrifrigo umgestiegen, eine extrem gute Qualität und hat auch 5 Liter mehr Volumen. Zusätzlich auch ein Gefrierfach eingebaut und oberhalb des Kühlschranks eine Ablagefläche. Ja, das Aufsteller ist ein absolutes Highlight. Da hat man die drei Möglichkeiten, das Dach komplett zu schließen oder halt eben mit einem Fliegengitter oder komplett zu öffnen, wie es jetzt ist. Also hat man eigentlich quasi wie so ein Cabrio-Feeling, sage ich jetzt mal. Die Liegefläche ist ja eine kleine Liegewiese, sage ich jetzt mal. Und auf beiden Seiten haben wir die Ablagefläche fürs Handy, fürs Tablet, was auch immer. Der Lichtschalter nochmal zusätzlich für die LED-Beleuchtung und an beiden Seiten USB-Eingang für das also eine Ladestation. Und sehr wichtig ist auch ein Warmluftausströmer, die schon im Dach verbaut ist. Ja, ich hatte es bereits angesprochen, Ventur ist einfach gleich Stauraum, extrem viel Platz. Wir haben 40% mehr Platz als den Wettbewerb. Das wird ja möglich gemacht durch den Frischwassertank, die Unterflur ist. Serienmäßig eingebaut, serienmäßig isoliert und beheizt. Befüllen tut man ihn nach wie vor natürlich von draußen. Weiter haben wir alle Fahrzeuge auf Dieselheizung, keine Gasheizung mehr, also keine Gasgeschleppe, überhaupt gar nicht mehr, außer eine 3 Kilo Gasflasche zum Kochen. Ja, wir sind hier in den 6 Meter Querbett, hat man die Möglichkeit, eins für den Transport, das Bett hochzustellen. Damit man die Fahrräder quer mitnehmen kann zum Transportieren. Man kennt es ja, die Fahrräder sind mittlerweile extrem teuer, die werden schnell mal verschmutzt oder geklaut und hier kann man die einfach mit im Fahrzeug transportieren. Und zudem gibt es auch die Möglichkeit, eine Lounge-Funktion wie ein Sofa zu bauen in dem Fahrzeug. Bei schlechtes Wetter macht man es in diese Richtung, es würde auch funktionieren. Einmal von der anderen Seite könnte man das Loungebett auch aufbauen und bei gutem Wetter kann man dann einfach extrem gemütlich nach draußen gucken. So, weiter zu der Grundausstattung oder zu der Serienausstattung von Ventur sind natürlich die Verdunklungsrollos und Flingenschutz, die an jedem Fenster und auch im Fahrzeug im Eingang eingebaut ist. Auch sehr wichtig ist das Thema Isolation. Bei Ventur legen wir da extrem viel Wert drauf, dass das Fahrzeug dementsprechend auch wintertauglich ist. Die Fahrzeuge werden mit 16 mm Polyethylen isoliert, sowohl in die Hecktüre als in den Fahrzeugen. Und das bietet schon die Möglichkeit, auch mal einfach mal Spaß im Winterurlaub zu haben. Denke, wir sind erstmal durch bei den 600D Ventur. Ich bedanke mich ganz herzlich. Schauen Sie sich gerne online oder bei dem Händler vor Ort an. Ja, noch eine Sache bezüglich dem Aufstelldach. Wir haben die Möglichkeit, beziehungsweise serienmäßig ab den 6 Meter Fahrzeuge mit Aufstelldach haben wir das Heki 400x400 eingebaut. Optional natürlich auch möglich ist eine Klima und das geht schon ab den 6 Meter Fahrzeuge. Ja, optional, wie schon gesagt, in jedem Grundriss möglich ist das Hubbett, das lässt sich stufenlos hoch und runter fahren. Man sieht schon extrem, extrem interessant, auch für Sportler, aber auch Hundeboxen, die eingebaut werden können oder als Vierschläfer. Das Bett ist optional, es kommt dann serienmäßig ein Festbett rein und dann hat man das quasi auch als Vierschläfer. Sehr interessant für junge Familie, ältere Leute, die mal den Enkelkinder mitnehmen. Und hier stehen wir bei den 6 Meter mit Längsbetten, sprich auch Längsschläfer sind jetzt optional mit Hubbett zu bekommen. Ja, bei Ventur sind wir preislich ab 49.000 Euro. Ich sag, wir rechnen immer mit einem Budget von um die 50.000 bis 55.000 Euro für ein gut ausgestattetes Fahrzeug. Und ich wünsche euch nochmal allzeit gute Fahrt.